think about this. So, Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge 7 Takes to Die. Wir schauen mal, was wir heute, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind, was wir heute machen. Hallo Icy, du bist ja auch wieder mit dabei. Hallo Linde. Ja, schicken Anzug hast du an, oder? Hast du einen Anzug an? Man sieht noch ein Stück Krawatte rausgucken. Ja, dann müssen wir das ausziehen, dann sieht's besser aus. So. Oh, ganz schick. Sehr schön. Anzug im Rampenlicht. So. Wir sind ja schon bei Tag 6, also es wird nicht mehr lang dauern, wir müssen uns mal in der Umgebung was suchen, wo wir den Tag 7, die Nacht überstehen, weil das würde ich nicht unbedingt in dieser Bruchbude machen. Richtig. Deshalb wird es jetzt erst einmal unsere... Wird es jetzt erstmal unsere Aufgabe sein, hier die Nachbarschaft irgendwas richtig Stabiles. Und das müssen wir ein bisschen bebauen am besten. Dass wir da quasi. Dass wir da quasi einmal ein bisschen was haben. Ich meine, unser Spiellevel, wenn ich mal nachgucke, ist ja jetzt noch nicht so hoch. Du bist Spielstadium 9. Ich bin beim Spielstadium 7. Wir haben aber relativ wenig Heilmaterial. Der blöde Hase geht mir schon wieder auf den Sack. Der hält schon wieder nicht still, die Drecksau. Oh, oder? Hast du noch? Nee, ich hab ihn nicht. Der hat nicht stillgehalten. Er hat sich immer im hohen Gras versteckt. Oh, es ist natürlich die Frage, was nehmen wir da? Was ist denn schön stabil? Müssen wir uns mal ein bisschen umgucken. Am besten hier rechts, gleich rechts vor uns. Ja, schön, genau. Ja, genau, die Bude auf jeden Fall. Bin ich voll für. Was ist hier mit dem Store? Wo die Fahne, die amerikanische Flagge davor ist? Das müssen wir uns mal angucken, mal dagegen hauen, was die Wände aushalten. Auf alle Fälle hier hätten wir wieder palettenweise Baumaterial, das ist schon mal ganz geil. Dann nehme ich gleich mal hier hinten noch die Pflastersteine mit. Wir brauchen nicht die Munition, die könnten wir vielleicht in der Horde nach. Gut gebrauchen. Zack. Rüber runter halten. Und geht's runter. Gucken da mal scharf. Zack. Oh, da unten sitzt einer, den könnte ich mit einem Schleichangriff. Ah, jetzt hast du ihn aufgeweckt. Huch der Hölle. Was macht denn der? Das ist doch Wallhacking, der bescheißt doch. Ich hab mal einen Pfeil in den Arsch geschossen. Kannst du meine Pfeile mal rausziehen? Unter dir wäre auch noch eine Lootbox, glaube ich. Ja, ich habe hier keine Pfeiles. Ach, du hast keine Pfeiles. Dann muss ich selber mal. Oder sind die schon wieder hinne? Nö, dann sind sie hinne. Scheiße. Das waren gute Metallpfeile, die hätte ich mal aufheben sollen. Ich blöde Jan. Naja. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir finden für die. Okay, was gibt denn der Store? Wie ist denn der so? Ah, viele Fenster. Das ist scheiße. Fenster halten am wenigsten aus. Das Problem, daneben steht ein Anhänger. Der hat auch nicht viel Leben. Auch plus 1000. Ich habe schon wieder 7 Radiation. Also, ja, ich weiß, Zombie, Dingsbums. Achso, was ich noch machen wollte, richtig, weil wir das letzte Mal davon gesprochen hatten. Man könnte ja mal, ich habe noch 4 Fertigkeitspunkte zu vergeben. Und jetzt würde ich gern mal gucken wollen, dass wir vielleicht den fortgeschrittenen Ingenieurschmied haben wir schon. Da brauchen wir sicherlich erstmal einen Punkt auf Intelligenz. Würde ich mal nehmen. Jetzt ist nämlich auch der Arzt. Den würde ich machen, dass wir uns vielleicht wenigstens zur Horde Nacht noch ein bisschen
Metz bauen können. Bin ich für. Und den fortgeschrittenen Ingenieur, da kann ich noch nicht. Da brauche ich Intelligenz Level 4, das habe ich noch nicht. Und bei Stärke... Auf alle Fälle mal einen Punkt bei Prügelpeter rein. Wurde mir auch in den Kommentaren so vorgeschlagen. Und deine Lieblingskategorie. Ja, der sexuelle Tyrannosaurus. Habe ich jetzt auch mal einen Punkt reingemacht. Ich bin tot. Wo? Ja, ganz in deiner Nähe. Warst du hier schon wieder in irgendeiner Butze drin? Ja, ich habe mich ringsrum geschlichen und wollte da in den Trailer rein und ja gut. Dann hat sich die Kiste als nicht leer entpuppt, sondern da kam so ein Dicker raus. Oh Gott. Und ich sag mal so. Ich würde sagen, dein Hammer hat dir zu viel Energie geklaut oder was? Ja, das ist echt langsam. Jetzt ist halt die Frage, wo ist der Dicke, dass ich ihn dabei wegmachen kann? Wenn du geradeaus gehst, hast du mal links zwischen den zwei Häusern den Anhänger. Ach, alles klar, jetzt weiß ich, wo du warst. Da, wo ich gesagt habe, der ist auch nicht tot. Ja. Oh, da ist einer. Dein kleiner Rückschlag hat einen Erfahrungsverlust hervorgerufen. Achso, ich habe so einen Sensenmann. Ja, habe ich schon länger, weil ich so oft gestorben bin. Gut, den Typen habe ich platt gemacht. Oh, das ist auch nochmal schön Baumaterial hier drin, überall. Das müsste Pflastersteine sein, wa? Yep. Weil wenn nicht, müssen wir halt zusehen, dass wir noch ein paar Pflastersteine finden. Und dann werden wir halt, keine Ahnung, wenn wir nichts Ansprechendes finden. Also ich wäre dafür, dass wir uns irgendwas Hohes suchen. Was auch entsprechend Lebenspunkte hat. Und wo wir vielleicht die Angriffswellen ein bisschen kanalisieren können. Was ist hiermit? Hinter dir? Da. Hier den Turm einfach hoch. Ah. Ah, der Turm hoch. Wie viel hat denn der Turm Lebenspunkte? Vielleicht mich erstmal hier reingucken, ob ich hier irgendeinen überraschen kann. Da liegt auf alle Fälle einer. Da könnte ich ja schon mal einen Headshot drücken. Scheinbar keine Reaktion. Der Turm, es ist halt bloß so eine doofe Treppe, ne? Ich klopf mal gegen den Turm. Ah, der hat auch bloß 1000 Punkte. Das lohnt gar nicht. Denk 1000 Punkte, wenn da etliche Zombies kommen, die werden den Turm ruckzuck zerrammeln und dann stürzen wir ein wie so... Zack, gibt's mit der Keule und der Dicke. Oh, zwei mit der Keule. Okay, Kopf ab. Schon mal gut. Nee, ich denke, das hier ist nicht das Lösungsweg. Ich denke, wir schauen uns mal weiter um, oder? Dann tun wir dies. Brauchst ja bloß mal mit der Steinaxt irgendwo dagegen kloppen. Dann siehst du ja, wie viele Lebenspunkte das hat. Gibt's aber auch nicht viel. Tankstelle halte ich auch für ungeeignet. Der rote Turm hier sieht eigentlich gar nicht übel aus. Der ein bisschen... Antennenmast. Ja, dieser rot-weiße hier. Ah, da hinten ist wieder ein Kollege. Okay. Jetzt hast du ihn umgeknüppelt, jetzt hätte ich ihn voll...
voll eine verpasst. Ich habe sowieso gerade aktuell nicht so viel Leben. Hunger hat er auch schon wieder, my dude. Ich bin vor allen Dingen auch ohne irgendwelche Arzneimittel unterwegs. Aber wie ist das jetzt? Du hast jetzt den Arzt oder nicht? Ich hab den Arzt. Wir können gleich mal dann zu Hause gucken, was wir schön bauen können. Oh, da hinten kommt ein Halbi gekrochen. Zwei Pfeile hat er schon gefressen. Na? Ja, klar, weich halt meinen Pfeil aus, du Vollidiot. Ja, den Pfeil. Was hat denn der? Was hat denn der Turm? 1000. Auch bloß 1000. Scheiße. Das ist Balle weng weng, ne? Aber die Palette Pflastersteine können wir noch mitnehmen. Ja, aber die haben scheinbar, wie es hier aussieht, haben die alle nur so um die 1000 rum. Ich hoffe, ich habe eigentlich gedacht, es gibt ein bisschen stabilere Gebäude. Mit wem tust du dich hier schon wieder? Das hat 1200, die Wände zumindest. Aber wir haben... Ja, wir haben einen Zaun außenrum. Ja, der Zaun wird nicht lang halten und die suchen sich einen einfachsten Weg. Ist der wenigstens geschlossen? Ja, aber wir müssten irgendwie dann auf der Hütte aufs Dach. Müsste man sich wenigstens hochbauen, da könnte man... Aber das Problem ist, wenn die anfangen, den Funkturm hochzuklettern, da könnten die ja versuchen rüber zu hüpfen. Sind nicht so schlau. Ja, hast du gerade gesehen in der Grube, der Bauarbeiter wollte uns doch auch das Gerüst hochgeklettert. Ja, weil da aber auch was zum Klettern war. Gut, dann müsste man halt hier die Leiter abbauen. Wenn ich hier ein, zwei Stufen Leiter an dem Funkmast wegnehme, vielleicht kriegen wir, da würde ich sagen, da nehmen wir die Hütte, bevor wir jetzt noch länger rumsuchen und tun die schon mal ein kleines bisschen befestigen. So dass wir uns da schön verteidigen können. Da kannst du nicht auch Mollys bauen. Spray, also ich denke Rohrbomben müsste ich gefunden haben. Aber ich weiß nicht, ob man hier... Okay. Ah. Sorry, das war ich. Tut mir leid. Jo. Liegt hier ganz viel Metall rum. An sich werden wir nicht abreißen können, schätze ich mal, aber das ist auch egal. Schauen wir uns mal. Kann ich da nicht hochhupfen? An deiner Leiter. Leiter. Machen wir es halt so. Hä? Ja. Ach, ich hocke noch. Ja, auch bescheuert. Ist halt bloß das Problem, wir sollten uns definitiv irgendwie einen kleinen Unterstand bauen. Du weißt schon, die fliegenden Gedönse-Viecher. Also, Überblick hätten wir hier einen guten. Ja, ich würde dann jetzt schon mal ein bisschen Holz abbauen. Ja. Ich habe noch ein kleines bisschen Holz dabei. Pflastersteinformen sind ja auch relativ stabil, glaube ich, ne? Ja, auf jeden Fall stabiler wie das ganze Holz, der Holzblödsinn. Ja, ja. Pflastersteinformen. Ich kann 15 Stück aktuell bauen. Wenn du... Ja, ich komm mal mit zum Holz abbauen. Pflastersteinform brauchen eh ein Stück, bis die... Außerdem haben wir
ausrasten, jetzt haben wir hier wieder vor der Tür stehen. Ah, sauber den Schädel zertrümmert, das kleine Mistrüppelvieh. So, die Krankenschwester, die da hinten rumtorkelt, die kann ich vielleicht mit Pfeil und Bogen. Ach, da kommt noch einer. Och, nicht klar, jetzt macht sie genau, wenn ich schieße, macht sie Kehrtwende, die dumme Sau. Klatsch. Sagen, da dürfte eigentlich nicht mehr viel brauchen, der Kollege. So, tun wir den Baum hier mal noch abholzen. Vielleicht können wir uns ja auch noch so Art Stacheln oder Fallen bauen oder sowas, oder? Mal gucken. Ja, können wir machen. Update. Ich habe Feuerwerks und hack hier mit der Steinaxt rum. Ich weiß auch nicht, warum ich dir die Feuerwerks gebaut habe. So. Baumstümpfe stehen hier keine rum, ne? Ich habe keine gesehen, sonst hätte ich sie ja logischerweise abgehackt. Oh, der Baum hat 1200 Punkte. Leck mich, du am Bobbes. Da muss ich erstmal aufgrund der mangelnden Ausdauer. So, das muss schon wieder repariert werden. Ich baue uns. Ne, kann ich nicht. Ich wollte eine Aufbewahrungskiste uns dann schon mal bauen, weil ich bin schon wieder voll. Na, also, du kannst da so eine kleine, stinkige Aufbewahrungskiste müsstest du ja mal. Brauchen wir eher auf dem Dach. Ja, aber Nägels. Ich habe keine Nägels. Brauchst du für die kleine Box auch Nägel? Heißt direkt klein? Ne, das ist gesicherte Aufbewahrungstruhe heißt die. Dafür brauchst du eigentlich nur Holz. So eine ganz kleine ist das. Ah, ja, alles klar. Da kämpft doch schon wieder jemand. Ich hab bloß mal mit der Feuerwehraxt einen super Bombi-Schlag reingehauen. Außerdem hat mein Kollege Knast wie Sau. Aber wir haben ja Essen zu Hause. Ah, Holzstumpf. Das ist prima. Aber leider. Kein Honig? Du kriegst Honig. Kundschaft. In Sicht. Nö, doch. Warum rennen die hier alle so rum? Petern, hast du schon alles überall abgesnackt, wa? Was ich gefunden habe, ja. Ich habe hier ein bisschen Kundschaft. Zwei Stück, drei Stück. Ich komme mal zu dir. Okay. Ach, oh nee, und ein Geier! Scheiße, ich will nicht sterben! Ich geh hier in die Kirche. Über mir ist der scheiß Geier. Der tut mich doch wieder so derbe verletzen. Ich hau mir erstmal Aloe Vera in die Fresse. Och Gott sei Dank, ich könnte den Geier ohne größere Verluste kalt machen. Oh, Alter, war schon wieder richtig kackt. Die anderen drei hast du schon erledigt, wie es aussieht, wa? Zwei auf jeden Fall. Links neben dir ist der dritte.
Dann erstelle ich nämlich schon mal die Kiste oben auf. Runter die Rübe. Der Tor. Alter! Der Turm hat im Grundsockelfundament 5000. Okay. Ach, da sprichst du rum. Okay. Ja. Weil ich gerade geguckt habe, was der Turm kann, und das Bodenfundament hätte 5000 Points. Oh, da steht ein Stumpfi. Ich muss los. Brudi, ich muss los. Weil wir müssen ja noch Honig sammeln, um deine Vergiftung wegzukriegen. Na, die hat sich ja erledigt, weil ich ja gekommen bin. Ach so, ja, okay, gut. Dann brauchen wir trotzdem Honig besser haben als brauchen. Aber wir haben es halt auch schon 15:30 noch. Ja, ich weiß. Wir haben ja noch einen Tag. Einen vollen. Jupp, ich hab einen Honig gekriegt. Sehr gut, sehr gut. Jetzt habe ich auch noch Durst. Also ich wäre dafür... Ich hab nicht genug Ausdauer. ganz schön große Ohren hat der Zombie gehabt, hä? Hm, schwierig, schwierig. Gut, also wir haben uns festgelegt jetzt auf das Gebäude, da haben wir vorher noch den Zaun drumrum. Ich würde erstmal jetzt ganz kurz heimgehen. Können wir uns vielleicht zu Hause mal noch ein bisschen Baumaterial schnappen. Dann tun wir das Ding befestigen. Was bist du? Du bist Papier, das ist leider nicht viel. Ja, dann nehme ich mal das mit, was hier in der Kiste ist. Ein Campfire habe ich auch gebaut. Perfekt. Ich weiß nicht, inwiefern man in der Nacht, wenn die euch dunkel wird, gut, ich habe eine Helmlampe, wie viel wir Fackeln aufstellen sollten. Ich habe uns den Ort mal markiert, ne? Ja, das ist gut. Wir sollten uns auf alle Fälle, falls wir doch in der Zombie-Nacht drauf gehen, zu Hause einen Plan B zurechtlegen. Damit wir uns wenigstens zu unseren Rucksäcken durchprügeln könnten. Hm. Irgendwie sowas. Also mal gucken, ob wir da jetzt... wie gesagt, ich muss erst mal heim. Mein Vieh hat extremst Hunger und Brandes. Wenn wir dann unseren Horde-Punkt, sag ich mal, schon mal gebaut haben, dann könnte man ja rein theoretisch auch mal noch die eine Mission machen. Du hast ja auch noch eine, ne? Ich habe noch eine offen, genau. Genau, ich habe auch eine offen, da könnten wir die noch in dieser Folge hier mit durchziehen. Wir sind nämlich auch schon wieder bei über 20 in der Zeit. Hier klatsche ich jetzt auf jeden Fall erst einmal unsere Hütte ist schon wieder beschädigt. Hier klatsche ich jetzt auf jeden Fall erstmal Pflastersteinform rein. Holz im Keller brauche, kann ich noch nicht aufwerten, habe ich wieder zu wenig Pflasterlies im Gepäck. Aber ist auch erstmal nicht dramatisch, wir machen ja hier nichts. So, wie gesagt, müssen wir uns
Commander. Naja, gut, eine Keule und ein Knochenmesser dazu und zweier Bogen. Den könnte ich ja eigentlich mal gegen meinen Einsatzbogen tauschen, oder? Das wäre doch was. Ist das was? Das ist was. Kann ich mal die Jägermod runter machen? Auch wenn es nur eine beschissene Mod ist. Den Einsatzbogen hätte ich. Ach, hätte ich nicht unbedingt zerlegen müssen, ich blöd föhn. So, verändern. Jägermod an wieder. Schleichschaden plus 200%. Gut, was essen wir mal? Gekochtes Ei. Nutzen. Hier haben wir noch ein bisschen Grillfleisch. Wasser haben wir auch satt. Dann haben wir Yucca-Saft, der ist auch sehr gut. Außerdem hat er Ausdauerwiederherstellung bei. Nehmen wir gleich noch ein. Das Glas Honig, was hier in der Kiste ist, würde ich mal in die Sunny-Abteilung legen. Falls du es mal suchst. Ja, mach. Weil es ist ja eigentlich mehr Sanitätsware wie. Wie, sag schon. Gedöns. 2000 Mäuse haben wir. Baustoffe. Naja, da haben wir noch 240 Pflastersteine. Die Bretter würde ich in die nächste Kiste setzen. Hat man immer beim Abdampfen das Problem, dass man seine Rohre, seine Steine und sein Metall abdampft. Wenn es möglich wäre, könnte man rein theoretisch noch ein bisschen Dingensen bummensen. Würde ich mir noch ein paar Eisenpfeile bauen für die Hordenacht auf jeden Fall. Was braucht man da dafür? Pfeile, Eisenpfeil, ja, das wäre geil. Federn, Holz und Pfeilspitzen aus Eisen. Pfeilspitze aus Eisen, brauche ich Eisen und Lehm. Müsste ich also quasi am Ofen bauen können. Was haben wir bei Baustoffe? Haben wir Federn? Ach, 89 Stück. Pfeilspitze aus Eisen. Nicht P. Pfeilspitze aus Eisen. 290 brauche ich nicht. Das war jetzt ein bisschen viel. Brauche 89. Dauert jetzt einen Moment, bis die fertig sind. Ja, 18 Uhr. Wollen wir noch schnell unsere Missionen durchziehen? Also meine wäre bloß 100 Meter von hier. Meine 91. Gut, dann esse ich noch einen Happen. Weil irgendwie hat mein Kollege immer noch Hunger. Jetzt hat er keinen Hunger mehr. Esse ich noch ein gegrilltes Fleisch. Müssen wir auch zusehen, dass wir wieder Rohware rankriegen, ne? Habe ich doch reingelegt, du musst halt bloß kochen. 12 Stück, da kriegen wir 2 Schnitzel raus. Was? Essens. Beim Essensding sind 12 Fleisch drin. Ich brauche 5 Fleisch pro Gedöns. Ja, dann lass aber hier mal losziehen, bevor wir uns jetzt hier noch mit. Ja, ja. Schnarch aufhalten. Alles klar, ich mache mal die Türe zu. Gut. Wo bist du?
Ich bin über dir, nördlich. Jo, ich seh's. Da hinten brichst du rum. Machen wir erstmal schnell deine Mission, wa? Ja, na klar. Weil meine ist ein bisschen weiter links. So, hier hast du dein Häuschen. Jawohl. Säubern wieder, ne? Genau. Danke, Bro. Gehst du mal, danke. Oh, du hast einen Pfeil in dir. Hast du schon wieder jemanden gefunden? Jupp, zwei Stück. Und die tue ich gerade mit dem... ...mit die Steinpfeile erstmal bearbeiten. Weil ich keine Eisenpfeile gerade habe. So, hier können wir uns wieder Haufen Yucca-Saft bauen zum Trinken, das ist sehr geil. Ein Tresor. Ach, wieder so ein Ding in den Bummensen. Ah, 2500 Punkte. Ja, ich komme gleich dazu. Ich will bloß noch die ungebetenen Gäste, die hier rumliegen, mit dem Schleichangriff schnell fertig machen. So, das ist geil, das ist geil, das ist tot. Alles klar. Aloe Vera können wir auf alle Fälle dann sicherlich als Arzt demnächst, kann ich sicherlich zu Hause noch ein paar Metz basteln damit. Ich sack das vorsichtshalber mal alles ein. Tot, tot, tot. Ja, jetzt, wo es fertig ist. Na klar, zum Highlight war ich mit da. Oh, eine Pistolette und Eisenpfeile für Armbruste. Okay, Armbrust haben wir zwar keine, aber die Pistolette klingt gut. Na, mein Männchen will nicht im Scheiß spielen. Ja. Oh, zweimal Nähzeug, das ist auch schon geil. Da können wir uns dann quasi auch wieder, du siehst voll witzig aus, ich kann aber den Eisenpfeil nicht aus dir rausziehen. Naja, bleib da stecken. So, ich geh mal aufs Dach. Wird sicherlich ein Gaia, na sicher. Zack, gibt's direkt eine vor die Batterie, du Mistvieh. Federn her. Ja, die Federn, da brauche ich. So, da hinten ist schon der Endloot, wa? Ja, das haben wir mal. Na, den kannst ja du einsammeln. Ich tue derweil unten mal die Paletten abbauen. Mach das mal, ich komme hier wieder nicht rein, weil da wieder ein Fenster ist und ich es nicht gesehen habe. Oh, das hatten wir aber das letzte Mal schon. Das Haus kommt mir stark bekannt vor. Ja, eben. Die toten Maispflanzen, ich weiß nicht, ob die was bringen, ob man die abbauen sollte. Oder ob das verschwendete Lebensmühe ist. Heidelbeersamen. Also ich hab zurück zum Händler, ich wär hier durch. Okay, das klingt doch hervorragend. Ja, ich muss halt noch so eine Holzkiste reinhacken. Ja, mach mal, das ja nicht. Du hast ja eine Feuerwehr-Axt dabei, oder? Nöp. Die, was ich gebaut habe oder konnte, habe ich dir gegeben. Ach so, auch gut. Schaufeln. Das ist Zement oder was das ist. Ist egal, wir nehmen alles mit. Buis. Auch schon wieder hungrig. Meine Fresse. Wir müssen unbedingt schauen, dass wir vielleicht auf dem Heimweg noch ein paar Pflastersteine. Jawohl, das habe ich gesucht. Dass wir auf dem Heimweg vielleicht noch ein paar Häschen oder irgendwas töten.
jetzt muss ich meinen Gegenstand reparieren. Ich krieg die Fricke. Was brauchst du? Steine? Kleine Steine und sowas? Hab kleine ich alles. Steine brauche ich. Du bist oben, ne? Das heißt, ich muss auch mal. Wobei, warte, lass gut sein. Ich hab hier noch was anderes zu packen. Nein. Stofffetzen nehme ich auf jeden Fall mit. Weil wir sicherlich Verbände bauen können. Das Bett habe ich schon gecleant. Hast du es jetzt oben oder soll ich doch noch die Steine mit hoch? Jetzt. Gut. Jetzt habe ich es. Dann hack ich jetzt hier noch die letzten Säcke zusammen und dann guck mal halt immer das säubere, das Gebiet, was meine Hütte noch so hergibt. Weil ich habe auch bloß noch 66 Leben. Mein Verband kann ich aktuell nicht verwenden. Der Werkstattwagen ist schon leer gelootet. Aber hier steht noch eine Palette Pflastersteine rum. Die würde ich mir natürlich noch gern aneignen. So. Gut, also ich muss erstmal müssen wir um das Gebäude rum und den Stacheldraht verhauen. 60 Meter sagt er mir. Und irgendwie du kratzt, also deine Stimme ist ja, es ruckelt bei mir auch aktuell. Ah, okay. Alter, mein Rechner ist gerade schwerstens überlastet. Ich weiß bloß nicht, woran das jetzt liegt. So. Angenommen ist. Ich denke, es wäre jetzt nur dieser Friedhof, also dieser. Ah, da hinten sehe ich schon mal Kundschaft. Ah. Warte, ich will hier wenigstens einen mit Pfeil verpassen. Sehr gut. Irgendwas kreischt hier ein bisschen. Ja. Es ist auch 21 Uhr, also das Problem ist, wir werden es halt nicht rechtzeitig zum Abgeben schaffen, schätze ich mal, ne? Ja, wollen wir dann, soll ich dann meine derweil schon mal abgeben und du guckst, wenn du die ist ja nicht gescheitert, nur weil du hier weggegangen bist, ne? Ah ja, doch, ich muss drin bleiben im Gebiet. Ach so. Und ja. Ja, dann geben wir es halt nicht ab, dann ist es halt so. Musst du jetzt hier machen. Ja, säubern einfach nur. Ey, da hat wieder reingezündet. Einmal frei. Okay, hier sieht's leer aus. Lehm, Messing. Eisenrohre, Plastik. Stuhl kann ich mitnehmen, kann ich scrappen. Ich weiß gar nicht, warum mein Rechner jetzt gerade so extremst viel zu tun hat. Fühlt sich fürchterlich an bei mir, das Spiel. Also ich habe jetzt zurück zum Händler. Das ist ja eh schon hier beim Endloot. Dann tue ich unten mal die Palette noch gar wegschaufeln. Schraubenschlüssel Rang 3 war drin. Oh, geil, kannst du jetzt Mechanik und Elektronikteile aus Waschmaschinen und so eine Scheiße looten mit dem Schraubenschlüssel. Hab ich dir nicht meinen gegeben, den ich damals gefunden hatte? Ich habe keinen im Inventar. Wir wollten einen bauen, da hat uns was gefehlt. Achso, war das dann. Und außerdem, ja, lass uns mal zurückgehen. Die Jungs sind nämlich dann auch gleich ziemlich flink auf die Beine. Okay. Ich habe noch einen Mod gefunden. Das ist gut. Können wir dann aber in der nächsten Folge besprechen. Weil wir haben schon wieder tüchtig was an der Zwiebel.
oder zeitlichen Missionsgedöns her. Deshalb wäre es ganz gut, wenn wir jetzt hier an der Stelle mal einen ganz kurzen Break reinhauen. Ich gönne mir aber trotzdem noch einen Schluck Kaffee, weil ich ja in einer der anderen Videos mal gefragt wurde, ob ich nicht noch eine größere Kaffeetasse habe. Hab ich. Ach, so, lecker Schluck Kaffee. Und dann würde ich sagen, bedanken wir uns fürs Zusehen. Und auf jeden Fall freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt, wir spielen eine gemütliche Runde 7 Days to Die. Also, bis dahin. Ciao, ciao, Leute. Bye, bye.